So, ein Thema, über das würde ich noch gerne mit dir reden, weil das auch ein Thema für dich ist, das Thema Perfektionismus, hängt auch so ein bisschen mit Prokrastination zusammen. Kannst du vielleicht mal ein bisschen was dazu sagen? Was hat Perfektionismus jetzt mit so generell mit Hausarbeiten, Seminararbeiten zu tun? Wie wichtig sind auch die Noten oder ist auch die Note für so eine Seminararbeit? Was sagst du dazu? Also, wie wichtig die Note ist, das ist ja immer was Subjektives, ne? Und ich finde auch, Perfektionismus ist per se eigentlich nichts Schlechtes. Aber bei vielen ist es eben so, dass es schnell zu Stress ausartet, weil sie eben dieser Perfektionismus durch irgendwie negative Glaubenssätze geprägt ist und eben durch Angst. Und bei vielen Studierenden, die mir eine Anfrage schicken oder die mich um Unterstützung bitten, ist es gar nicht so sehr, dass sie jetzt eine Eins haben wollen in ihrer Hausarbeit, sondern eher, um überhaupt zu bestehen. Also da lese ich auch oft so, ja, die letzte Hausarbeit habe ich gerade so bestanden oder ich bin durchgefallen. Und dann haben sie natürlich Angst, wenn sie es jetzt nochmal machen, dass sie dann wieder durchfallen oder so, ne? Und dann dieser Perfektionismus, der dann dazu führt, dass sie vielleicht nicht frühzeitig anfangen, weil sie denken, ja, es muss ja perfekt sein und dann das so aufschieben. Aber aus meiner Erfahrung, es wird nie perfekt sein. Und nur jemand, der auch was macht, kann Fehler machen. Ja? Das heißt, es ist halt einfach wichtig, dass man einfach mal anfängt, dass man sich da nicht so einen Stress macht. Und was auch immer hilfreich ist, sich mal zu überlegen, hey, was will ich überhaupt mit meinem Studium? Was für einen Job möchte ich haben? Was für eine Abschlussnote will ich? Brauche ich überhaupt eine Eins? Oder reicht auch eine Zwei? Ja, und sich da auch mal zu vergegenwärtigen, die meisten Arbeitgeber, die schauen gar nicht nach Einsen irgendwie, sondern die schauen sich auch an, was hat die Person für soziale Fähigkeiten? Passt die ins Team? Ne? Also sich da nicht so den Druck von außen zu machen und auch nicht von innen, sondern das einfach so ein bisschen, wenn man weiß, was sind meine Ziele, auch wann will ich meinen Abschluss eigentlich erreichen, wie schnell will ich das schaffen. Das hilft dann vielen schon mal von diesem Perfektionismus, Maßstab runterzukommen. Es ist halt wichtig, dass man halt selber auch merkt, wenn der Perfektionismus ungesund wird, weil im Endeffekt ist es ja gar nicht so schlecht, wenn man so ein bisschen motiviert wird, ein bisschen Ehrgeiz hat durch den Perfektionismus. Aber wie gesagt, es darf einen halt nicht krank machen oder in Stress ausarten. Und was ja auch vielen dann hilft, sich mal zu vergewärtigen, ist eben so dieses Pareto-Gesetz, ne? Also ich kann ja, Pareto besagt, dass man irgendwie mit 20% seines Inputs 80% des Outputs erreichen kann. Wenn man jetzt versucht, die letzten 20% noch zu erreichen, dann muss man ja 80% des Inputs nochmal dazugeben. Also wenn man das irgendwie jetzt zum Beispiel mit dem Autosaugen vergleicht, ja, ich kann in 10 Minuten irgendwie 80% meines Autos saugen, aber ich kann dann noch mal 40 Minuten weiter saugen, um dann die letzten 20% noch zu saugen, was aber keinem auffällt. Also, und das Gleiche ist es auch mit der Hausarbeit. Wenn die Hausarbeit fertig ist, dann muss man nicht noch mal 10-mal die überarbeiten, sondern irgendwann ist auch einfach mal gut, ne? Also es wird einfach nie perfekt sein. Also es ist Definitiv. einfach ganz wichtig, ne, dass man da auf sich selbst achtet, und da auch mal, wir sind ja oft so verständnisvoll im Umgang mit anderen, so empathisch, aber wenn man dann mit sich selbst ins Gericht geht, dann ist man so hart zu sich und denkt, ich muss noch dies, ich muss noch das, aber das ist häufig überhaupt gar nicht notwendig. Also ja. Also das ist, denke ich mal, auch etwas, was jeder Autor am Anfang seiner Karriere oder jede Autorin lernen sollte und muss. Jetzt ist Schluss, so diesen Schlussstrich wirklich zu ziehen und sagen, jetzt wird gedruckt. Ja, jetzt gibt es kein Zurück mehr. Und wenn dann gedruckt wird, dann guckt man auch nicht mehr rein, ob man noch einen Fehler irgendwie findet, weil den findet man so oder so. Ja. Da kann man vielleicht ein Jahr später oder 2 Jahre nochmal gucken, aber man kann auch davon ausgehen, dass die Prüfer jetzt zum Beispiel, was Rechtschreibung angeht, die haben auch in der Regel keine perfekten Rechtschreibkenntnisse, ja, wie das jetzt ein Lektor, Korrektor hätte, sondern die übersehen auch Sachen, Ja. die da auch an Fehlern irgendwie drin sind, viel mehr, als man das erwarten würde wahrscheinlich, ne? Und wenn man es jetzt perfekt Ja. macht, ist es dann vielleicht perfekt für einen, bringt einem aber überhaupt nichts, weil irgendein kleiner Kommafehler oder irgendwas, den hätte wahrscheinlich dann der Gutachter oder die Gutachterin auch völlig übersehen. Also von Ja. daher Schlussstrich ziehen, ne? Jetzt wird abgegeben, jetzt wird gedruckt und gut ist.
Du, die meisten Gutachter sind ja auch nicht so, dass sie jetzt Studierende hassen und denken so, ich muss jetzt jeden Fehler finden, sondern wenn da jetzt zwei, drei kleine Fehler drin sind, dann gucken die auch mal darüber hinweg, ne? Aber wenn halt die ganze Arbeit oder in jedem Satz ein Rechtschreibfehler oder ein Zeichensetzungsfehler ist, müssen die natürlich dann auch mal einen Punkt abziehen. Das ist ja ganz klar. Also die meisten Prüfer, die ich kennengelernt habe, die sind auch auf Studierendenseite, ja, und wissen auch, was es für ein Stress ist und sind da häufig auch viel knieiger, als man denkt. Aber was ich auch so erlebe, ist, dass viele sind so perfektionistisch und wollen sich dann selbst auch keine Schwäche eingestehen, was dazu führt, dass sie sich auch keine Unterstützung holen, ja. Und was aber so hilfreich sein kann, vor allen Dingen auch für Studierende, die vielleicht noch nebenbei berufstätig sind, dass sie dann auch Abkürzungen kennenlernen einfach, ne? Wo sie sich dann so viel Zeit ersparen. Ja, das ist dann auch so ein Fehler, der halt gemacht wird, dass man einfach dass man denkt, ich muss mich da jetzt selbst durchbeißen, aber das muss man nicht. Es gibt mittlerweile, und das finde ich so cool, mittlerweile so viele Angebote, wo man sich unterstützen lassen kann. Also zu meiner Studienzeit, ich weiß nicht, ob es das gab oder ob ich das einfach nicht wahrgenommen habe. Ich glaube eher Ersteres. Aber ich glaube, wenn ich davon gewusst hätte, dann hätte ich mich da auch mehr unterstützen lassen. Also was es bei mir gab, waren so Raps, wo man praktisch den ganzen Stoff nochmal wiederholt hat. Ja, das war auch super hilfreich dann für die eine Klausur. Aber dann kam die nächste Klausur oder die nächste Hausarbeit und dann stand ich wieder vor dem Berg und wusste nicht, wie lerne ich denn jetzt richtig oder wie schreibt man die Hausarbeit richtig? Und das ist dann halt so schade, ne? Dass es da, aber mittlerweile hat sich das ja geändert. Das ist, finde ich, echt cool, ja. Ja, es gibt auch teilweise Angebote von den Hochschulen, dass man da sich zusammensetzt und versucht, gemeinsam an der Hausarbeit oder sowas zu arbeiten. Aber gerade unter Fernstudierenden ist es, glaube ich, auch ganz beliebt, sich da wirklich auch Hilfe beispielsweise im Coaching-Bereich irgendwie zu suchen oder Beratung auch einfach nur von Menschen, die denen da so ein bisschen helfen, sozusagen durch das Thema dann zu kommen, auch durch das Studium, eben mit noch besseren Noten vielleicht.